So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge DDR-Technik Willkommen. So, wir waren ja bei Feld 22 zugange, an der Rapsernte, und dann sind wir auch hier fertig geworden. Und dann fahren wir mal zum Hof hoch, die Sachen dann wieder hinfahren. Haben wir den Schnellwechsel? Stimmt, der steht ja da oben, genau. Fahren wir dann hoch, müssen wir noch den Wäsche leer machen. Ja. Und dann gucken wir mal. So, dann haben wir die mal leer gemacht, genau, fahren wir das auch mal ein. Dann fahren wir. Da war ja das letzte Feld, ne? Mhm, das war das letzte bis jetzt, ja. Gut, alles klar. Ach hier. So. Genau, so draufstellen. Das muss dann eigentlich passen. Bingo, passt. Ich meine, so mit, ach ja, genau. Genau. Haben wir noch ein Stück zum Hof hoch. Vor der Schnell oder fest? Nee, diesmal nicht. Genau, die Straße hier hoch, den Weg hier hoch, und dann müssen wir eigentlich auch da sein. Genau. Der Hänger folgt uns, das ist gut. Wir hatten ja auch letztes Mal geguckt, wo der Eis vom Pass am besten ist. Und dann wollen wir dann ja noch eine Tour Raps verkaufen. Und dann können wir ja nachher auch noch eine Einzelkorn-Sandmaschine holen, um noch Mais anzupflanzen. Für unsere Biogasanlage. Genau, dann sind wir schon hier. Dann stellen wir die noch unter da. Das ist ein gutes Stück. Aber kannst du hier rein? So, haben wir das Schnellwerk? Genau. Dann der Drescher noch. Das müsste auch kein Problem sein. Genau, den haben wir dann abgestellt.
Ja, dann haben wir uns noch einen. Schnappen uns mal gerade den LKW. Genau. Nein, den war es nicht. Genau. Ich fahre unter Feld 19 dort die Wiese mähen. Gut, alles klar. Wie viel haben wir denn eigentlich im Silo? Müssen wir mal direkt gucken. Die Silos sind nicht viel, haben zu viel Platz noch. Und jetzt alles, was Grünfläche ist, mähen. Einwandfrei, das geht dann, das ist alles. Sich Tonnen Raps. Genau. Ich stand an dem Hänger rum. Ach ja. Genau, dann wollen wir den Hänger hier auch mitholen. Dann können wir den nämlich auch direkt voll machen, da kriegen wir natürlich mehr rein. Und dann kriegen wir natürlich mehr Geld dann dazu. So, dann kann man gucken, wo wir hier am besten drehen können am Hof. Andersrum bitte. Dankeschön. Maps. Na. Genau, so. Wo war die Verkaufsstelle jetzt? Die war da. Raps. Südwestliches Getreidesilo, genau. Da müssen wir jetzt hinfahren. Ist er direkt bei mir und bei uns um die Ecke? Das ist ja nice, das ist ja gut. Dann fahren wir mal in die Richtung runter. Folgen mit der Straße. Oh, 28,1 Tonnen haben wir dabei. Und ja, das müsste eigentlich dann gut Geld geben. Ach, das sind wir schon gleich. Das ist gut. Die einfach. Einmal
Drehen bitte, natürlich. Wunderbar, hier ist auch der Einfahrt direkt. Da haben wir sich herzlich in Empfang genommen. So, gucken wir mal, wo der Verkaufspunkt ist. Genau, da ist der Verkaufspunkt. Das ist gut. Einmal den da, einmal das, genau. Verkaufen wir gerade unseren Raps schön. So. Davon haben wir jetzt 70.000 Euro bekommen. Das ist schon eine Menge. Für das Raps. Und dann war es das auch schon von der heutigen Folge DDR-Technik gekommen. Und schaltet gerne nochmal bei der nächsten Folge ein. Bis dahin, ich sag ciao. Tschüssi.